Wir sind ja heute vor Ort am Trebuser See, am Auslauf des Trebuser Sees, um mit Presse und interessierten Bürgern, dem Ortsbeirat Trebus, mal darüber ein bisschen aufzuklären, was hier eigentlich passiert. Wir sehen hier hinter mir den Vandalismusschaden, den wir hier haben. Die Staustufe sozusagen, die ist zerstört worden von wem auch immer, das wissen wir nicht, da sind wir gerade dabei, es rauszubekommen. Heute haben wir hier mal ein bisschen aufgeklärt darüber, was der eigentliche Sachverhalt ist und was hier eigentlich angerichtet wird bei diesem empfindlichen Ökosystem, was wir hier eigentlich haben. Und die Kernaussage ist letztendlich auch von der Unternaturschutzbehörde, jeder Zentimeter mehr im See hilft dem gesamten Ökosystem. Das, was hier passiert und was passiert ist, hilft diesem Ökosystem überhaupt nicht, sondern richtet eher größeren Schaden an, und zwar weiter oberhalb, als dass es weiter unterhalb vom See überhaupt etwas bringt. Wichtig ist, dass jeder Zentimeter mehr Wasser im See dem gesamten Ökosystem hilft, denn wir reden ja nicht nur darüber, was hier unten passiert, sondern wir reden auch darüber, was im Uferbereich passiert. Die ganze Vegetation im Uferbereich ist davon betroffen, wenn hier also der Pegel im Trebuser See so wie jetzt 20 cm tiefer als normal liegt. Wir als Stadt, insbesondere Stadtforst, haben ein Interesse daran, dass der Pegel stabil ist, und wir sperren ja nicht den Zufluss ab oder ähnliches, sondern wir heben einfach nur den Pegel auf ein normales Maß wieder hoch, sodass eben dort oben auch die Bäume im Uferbereich genügend Wasser kriegen, dass das Schilf im Uferbereich genügend Wasser hat, dass eben auch die Fische dort brüten können und die Vögel und so weiter und so fort. Das sind die ganzen Auswirkungen, die wir hier sehen, wenn das Wasser hier weiterhin so ausläuft. Und deswegen werden wir im Herbst diesen Jahres hier auch eine Betonstufe einbauen, die sozusagen dafür sorgen soll, dass der Pegel im Trebuser See konstant bleibt und die hoffentlich auch dafür sorgt, dass die Vandalismusschäden hier eingedämmt werden, in der guten Hoffnung, dass es jetzt auch aufhört, auch mit dieser Aufklärungskampagne, die wir jetzt machen, damit diese ganzen Mythen, die hier vielleicht sich darum ranken, aufhören. Wie gesagt, das werden wir im Herbst machen, und wir werden dafür sorgen, dass eben in Verbindung mit dem Ortsbeirat Trebus und den Bürgern in Trebus wir hier zu Kontrollen kommen. Wir werden versuchen, regelmäßig Kontrollen hier lang zu schicken, auch mit dem Ordnungsamt, damit wir hier eine engmaschige Überwachung haben und dass Bürger hingucken.